Beim Angeln gibt es ja die Dinge, die man besonders gerne tut, die Herzensangelegenheiten sind. Und bei mir ist das eindeutig das ultraleichte Spinnfischen. Das Angeln mit ganz leichtem Spinnzeug habe ich in meiner Heimat am Rhein schon gerne gemacht, auf Rapfen, Aaland und Döbel, an der Elbe auf Zander und Barsche und vor allem auch hier an der Ostseeküste auf Meerforellen. Das geht ganz prima mit leichten Ködern im flachen Wasser. Ja, aber leichtes Fischen ist natürlich auch Verantwortung. Welches Gerät verwende ich? Wie setze ich es ein, ohne dass der Fisch es mir zerreißt und vielleicht verloren geht mit einem Haken im Maul? Aus dem Grund habe ich mir überlegt, euch mit an die Küste zu nehmen, ein kleines Tutorial, ein Video zu machen und euch zu erklären, wie ultraleichtes Spinnfischen auf Meerforelle funktioniert. Idealerweise beißt dabei sogar ein Fisch, den wir dann natürlich, wie ihr es kennt von unseren Fishing King Videos, auch lecker am Ende des Tages für euch zubereiten. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Natur und der schönsten Nebensache der Welt. Hier ist wieder euer Jörg von Fishing King. Heute machen wir eine feine Sache. Heute gehen wir nämlich fein und leicht auf Meerforelle. Und dafür schauen wir jetzt erstmal in meine Trickkiste, bauen das Gerät auf, ne, schauen uns die Rute an, die Rolle, erstmal die Hardware, gucken in meine Köderbox und gehen dann natürlich auch schön raus ans Wasser zum Fischen. Ja, und hoffen, dass wir irgendwie so ein Biest auch ans Wasser kriegen, ohne ans Band kriegen, ohne dass wir 1000 Würfe machen müssen. Ich bin da ganz optimistisch, die Bedingungen sind nicht schlecht. Lasst uns doch aber erstmal schauen, was ich hier für eine Angel in der Hand habe. Das ist eine Rute, die man heute neudeutsch, und neudeutsch ist ja sehr angesagt, als Spoon-Rute bezeichnet. Ja, also als eine Rute, die man auch am Forellensee einsetzen kann, um ganz kleine Spoons, Löffelblinker zu werfen. Leichteste Köder. Ja, früher hätte man sie als ultraleichte Spinnrute bezeichnet, aber die Zeiten ändern sich. Sucht euch raus, wie ihr es nennen wollt. Beides ist genau das Gleiche. Entscheidend ist, dass diese Rute relativ kurz ist, relativ weich ist und dass man damit durch diese Weichheit eben auch leichteste Köder mit 5-6 Gramm Gewicht gut beschleunigen kann und auf eine gute Wurfweite bekommt. Dafür ist es natürlich auch entscheidend, dass wir die Rute mit der richtigen Rolle kombinieren. Die sollte natürlich nicht zu groß sein, nicht so, wie wir das beim Spinnfischen mit einer stärkeren Spinnrute auf Meerforelle gewohnt sind, 3 oder 4000er Größe haben, sondern eher hier so ein zierliches Teil, 2000er, 1000er Größe. Und zwar so, dass die Rute in einer schönen Balance steht. Na, weil ihr habt das Gerät lange in der Hand. Und es fällt euch nicht zur Last, damit zu fischen über den Tag, wenn die schön ausbalanciert ist. Ich habe die jetzt hier mal auf dem Daumen meiner Hand aufgelegt. Und ihr seht, dass die schön in der Waage ist, wenn ich einfach so knapp mit dem Finger vor der Rolle bin. Und wenn ich hier die Hand positioniere, könnt ihr euch vorstellen, dass ich beim Fischen eine wunderbare, leichte Geschichte habe über den Tag und mich nicht dabei belaste. Also eine gute Kombi. Rolle muss zur Rute passen. Dafür eben nicht so ein Riesenteil, sondern eine kleinere. Das ist jetzt eine 2000er, man könnte auch eine 1000er nehmen. Ich nehme sie immer lieber ein bisschen größer, weil dadurch die Spule, die Spulenoberfläche größer ist und ich einfach besser werfen kann. Die Schnur fliegt besser von der Rolle. Ich habe eine ganz dünne geflochtene Schnur drauf. Das ist eine sehr dünne Qualitätsschnur, eine 0,06er. Die hat eine Tragkraft von um und bei 4, 4,5 Kilo. Das ist also schon das, was man mit so einer leichten Rute auch gut fischen kann. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass da natürlich keine Kinke drin sein darf. Also man muss ja eh beim Spinnfischen schon sehr genau darauf achten, dass die Schnüre immer heil sind, dass die keine Macke haben.
Aber gerade beim ultraleichten Spinnfischen, nach jedem Hänger, nach jedem Steinkontakt, bitte die Schnur checken, dass da nichts passiert und im Drill die Schnur nicht reißen kann. An dieser geflochtenen Schnur habe ich trotzdem, obwohl sie so dünn und deshalb so unauffällig ist im Wasser, nochmal ein kurzes Vorfach aus Fluorocarbon befestigt. Das ist jetzt hier etwas kürzer als bei einer längeren Spinnrute für Meerforelle. Einfach nur, um so ein bisschen die Vibrationen in der Schnur rauszunehmen. Na, das Vorfach hat ja ein bisschen Dehnung und nimmt eben auch die Schwingungen über das Schnurlaufröllchen, über die Rute, die Bewegungen, die mechanischen Geräusche besser auf, leitet sie nicht direkt an den Köder weiter. Und das ist in meinen Augen und in den Augen anderer Angler, die sich lange schon damit beschäftigen, durchaus ein Vorteil. Na, deshalb auch hier nicht auf das Vorfach verzichten, auch wenn die sehr dünne geflochtene Schnur wenig Sichtigkeit im Wasser leistet. Ja, und der Knoten muss natürlich auch super gewissenhaft geknüpft werden. Und um das Fluorocarbon-Vorfach mit unserer dünnen Geflechtsschnur zu verknüpfen, müssen wir natürlich auch einen super Knoten knüpfen. Ja, und da gibt es zum Glück einen, der 100% der linearen Tragkraft unseres Fluorocarbons hält. Und den möchte ich euch jetzt zeigen. Also das Vorfach mit dem richtigen Knoten anbinden, den ich euch jetzt zeige. Ja, natürlich auch das richtige Vorfach verwenden. Ja, ein schönes Fluorocarbon habe ich mir hier aufgespult auf diese praktische Spenderrolle. Das ist jetzt ein 17er oder 18er, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, Fluorocarbon. Mit einer Tragkraft, die eben der Hauptschnur angemessen ist. Ja, so um die 4-4,5 Kilo. Und die habe ich hier auf dieser praktischen Spenderspule drauf. Das geht ganz praktisch, dann kann man die hier an der Stelle cutten. Und vor allem kann man das Ding super in der Westentasche verstauen. Okay, um euch den Knoten vorzuführen, schneide ich jetzt einfach einmal den durch, den ich hier dran habe, und knüpfe das einmal für euch. Und jetzt lege ich ins obere Ende meines Fluorocarbon-Vorfachs erstmal so einen einfachen Knoten, so einen einfachen Schlag. Als Schlaufe, den ich nicht zuziehe. Und jetzt gehe ich durch diese Schlaufe durch. Und zwar von der Seite, da hat sich der Haken ein bisschen vertüttelt hier. Und zwar von der Seite, wo die Schlaufe hinzeigt. Die hat so eine leichte Schränkung, geht hier ein bisschen zur Seite weg. Und das ist genau die Seite, wo ich jetzt mit meiner geflochtenen Schnur durchkomme. Jetzt ziehe ich hier so 10 cm Schnur durch, mache den Knoten oben ganz feste zu, lege mir das Vorfach zur rechten Hand, ich bin Rechtshänder, da geht es am besten, lege Daumen und Zeigefinger meiner linken Hand hier auf dem Knoten oben auf, mache mir hier eine steife Achse, indem ich mit den drei Fingergelenken der rechten Hand hier in die Schnur greife und wickle jetzt das geflochtene Schnurende 30 Mal von oben nach unten um das Fluorocarbon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dabei stoppe ich die Windung immer wieder hier mit dem Zeigefinger meiner linken Hand. Na, ansonsten würde das nämlich locker werden, hätte keine Spannung und der Knoten würde sich nicht sauber zuziehen lassen. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und Nummer 30 und für dich, lieber Eugen, 31. So, jetzt habe ich unten durch das Auflegen von Daumen und Zeigefinger so eine kleine Schlaufe frei und durch diese Schlaufe gehe ich jetzt hier mit der Schnur durch. Halt das Schnurende mit den Zähnen fest und zieh einmal kurz an den langen Enden, damit sich das schon mal so ein bisschen fixieren kann. So, den lege ich jetzt mal hier auf mein Bein. Der tüttelt nämlich die ganze Zeit hier unten an meiner Hose rum. Das macht mich nervös. So, und jetzt gehe ich her, mache die Windung mit Spucke nass, bringe Spannung auf den Knoten und ziehe ihn schön mit Gefühl, schiebe ich diese Windungen jetzt unten auf den Knoten auf.
Mit Daumen und Zeigefinger, mit den Fingerspitzen schiebe ich den nach unten auf dem Knoten auf. Jetzt haben wir die Windungen hier schön eng beieinander, schön zugezogen. Ziehen noch einmal kurz die Enden nach. So. Und jetzt schneide ich diese kurzen Schnurenden ab. Wieder mit meiner Schere. So. Und packe die natürlich wie immer auch in meine Jacke wieder rein, damit hier nichts am Wasser liegen bleibt. Stellt euch mal vor, jeder Angler in Deutschland würde seine Schnurreste am Wasser liegen lassen. Das ist nicht erstrebenswert. So, und jetzt komme ich einmal mit diesen kleinen Abschnitten nach vorne und brenne die mit meinem Feuerzeug schön langsam und vorsichtig nach unten. Und zwar bis genau dahin, wo der Knoten ansetzt. So. Dass ich hier nochmal so zwei Knubbel, nochmal so zwei Verdickungen quasi habe durch die angeschmolzenen Teile. Und jetzt ist der Knoten so klein und so länglich und schlank, dass der prima auch durch die kleinsten Ringe durchflutscht. Vor allem ist dieser Knoten für die ultraleichte Fischerei ideal, weil er sage und schreibe 100% der linearen Tragkraft eurer Fluorocarbon-Schnur erhält. Und mehr geht halt nicht. Na, also da habt ihr keine Sollbruchstelle da oben, hält 100% der Tragkraft eurer Fluorocarbon-Schnur, weil keine Scherkräfte innerhalb des Knotens wirken. Na, die Schnur greift nirgends ineinander, kann nirgends ineinander schneiden und deshalb habt ihr diese enorme Tragkraft. Unten habe ich einen kleinen Karabinerwirbel angeknotet, an dem dann mein Spinnköder jeweils läuft. Na, ein schöner, zarter, kleiner Karabiner, der nicht zu schwer, nicht zu groß sein darf, damit der Köder auch wirklich schön spielen kann und nicht durch das Gewicht unseres Karabinerwirbels dann im Spiel beeinträchtigt wird. Zu den Ködern kommen wir später. Jetzt stellen wir die Rute erstmal zur Seite und schauen mal, was ich noch Schönes in der Weste habe. Wir haben es zwar kurz vor Weihnachten, aber es ist jetzt hier im Schutz der Steilküste echt richtig mollig und deshalb musste ich mir gerade mal die Mütze abnehmen. Ne? Mir wird richtig warm gerade, Leute. Ja, jetzt wollen wir mal in meine Weste reinschauen und schauen, mit welchen Ködern und mit welchen Kleinteilen ich so arbeite beim Ultraleichtfischen. Dann haben wir erstmal in dieser Box hier meine Karabiner, meine Wirbel drin. Das sind einmal die, die ich euch gerade gezeigt habe. Und dann habe ich hier für kleine Wobbler, die ich auch gerne zum ultraleichten Spinnfischen einsetze, ja, nochmal so kleine Karabiner. Na, also das sind jetzt einfach nur federleichte Einhänger, weil wenn ich einen Köder verwende, der in einer Ebene durchs Wasser läuft, ohne sich um die eigene Achse zu drehen, wird kein Drall verursacht. Und da kann ich auf das zusätzliche Gewicht durch ein Tönchen verzichten und hänge dann einfach nur so einen ganz leichten Karabiner ein, der obendrein eine schöne weite Öse hat, damit ein Wobbler, gerade einer, der so ein bisschen hin und her wackelt, eben auch noch schön darin spielen kann. Und für ganz, ganz leichte Löffelblinker oder kleine Spinner, so Größe 1 oder Größe 0, habe ich hier nochmal ganz, ganz zarte Wirbelchen, ne, die auch ganz wenig Gewicht haben, einen winzig kleinen, dünnen Einhänger haben, damit eben diese ganz leichten Köder da auch prima dran spielen können. Ne, das ist erstmal das Wichtigste, damit wir da einen schönen Einhänger haben, der stabil genug ist, der aber auch dafür sorgt, dass sich unsere dünne Geflechtschnur nicht hoffnungslos verdrallt. Ja, sonst haben wir bei jedem dritten, vierten Wurf Tüttel. Und da ist es wichtig, dass man auch die richtigen Wirbel einsetzt, die einmal das Spiel des Köders erhalten, zum anderen eben aber auch dafür sorgen, dass... Oh, ich muss mal einen Kescher hochheben, weil jetzt kommt so ein bisschen von hinten die Flut. Seht ihr das? Ja, die Wellen kommen, das Wasser steigt. Und ich will ja nicht, dass mir das gute Stück hier wegtreibt. So, also, gute Karabiner nehmen, lange Rede, kurzer Sinn. Wisst ihr schon, ist aber auch das Beste, was ihr machen könnt beim Ultraleichtfischen. Okay, und jetzt wird's spannend. Jetzt gucken wir nämlich einmal in meine Köderbox rein. Und schauen mal, was ich da so an leichten Ködern drin habe.
die kleinen gesammelten Schätze. Da sind auch ein paar Sachen dabei, die sind wirklich schon richtig alt. Die habe ich schon relativ lange im Einsatz. Und da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Also, gute Ultraleichtköder sind welche, die man heute, wie gesagt, als Spoons bezeichnen würde. Also, wenn ihr heute in den Angelladen geht, müsst ihr gar nicht nach leichten Blinkern fragen, sondern fragt am besten gleich nach Spoons. Und dann bekommt ihr ein Riesensammelsurium an. Ja, Ködern aus Blech, mehr oder weniger stark gebogen. An der Küste ist es immer wichtig, dass die einigermaßen wurfstark sind. Das hier ist zum Beispiel so eine Variante. Na, der ist wunderbar, gut zu werfen. Der Tobi von Abu, auch ein traditioneller Köder. Und der fliegt super, imitiert in seiner Form so ein bisschen auch einen kleinen Sandaal, weil er länglich und schlank ist. Dann haben wir hier Köder, die ein bisschen stärker gebogen sind, die ein bisschen aktiver laufen unter Wasser. Das hier ist der kleine Bruder von dem hier. Ist auch einer von der Firma Maps. Ja, und dann halt gerne auch noch mal was, was ein bisschen peppiger, ein bisschen auffälliger ist. Weil gerade im kalten Wasser die Meerforellen eben auch auf Köder stehen, die so ein bisschen mehr, ja, Schockfarbe haben, ein bisschen auffälliger unter Wasser aussehen. Also, hier ist die Abteilung der kleinen Löffelblinker. Dann habe ich daneben auch ein paar kleine Wobbler. Den packe ich erstmal weg, da kommen wir später dazu. Schaut her, hier. Richtig schöne, süße kleine Wobblerchen. Na, auch noch sowas. Und hier auch noch einen kleinen Glatzachs. Das ist ein Köder, den ich auch gerne in sehr hohen Gewichten fische, 27 Gramm. Ein Küstenwobbler, der weit fliegt und der sich prima führen lässt und wie ein Sandaal fischen lässt. Also mit dem Spinnstopp immer mal wieder durchsacken lassen, anziehen. Und der ist auch an der ganz, ganz leichten Spinnrute ganz hervorragend. Vor allem dann, wenn er kleine Stichlinge imitiert. Ja, so dieses Dekor hier, die habe ich wahnsinnig gerne. Und da habe ich auch schon echt schöne Meerforellen, über 50 cm mitgefangen. In der Regel fängt man mit dem Leittackle natürlich die Grönländer, die kleineren Meerforellen, noch nicht laichreife Fische, die wünschenswerterweise dann auch mal über 40 cm haben. Aber es kann auch schon mal ein richtiger Ömmel dran gehen. Mit dem hier habe ich zum Beispiel an dem Gerät, das ich euch gerade gezeigt habe, eine 63er vor 2 Jahren gefangen. Da war ich auf Als, habe da eine neue Stelle gesucht, bin ein bisschen rumgetourt, hatte 3 Tage Zeit. Und habe da im Blasentank zwischen den Steinen eine echt fette Meerforelle auf den Köder gekriegt. Und konnte die an dieser leichten Rute aber auch gut führen. Und seit ich diesen Fisch gefangen habe, weiß ich, okay, ich fische leicht mit dem Tackle, aber ich habe da durchaus auch Reserven, um vielleicht auch mal einen Fisch von 70 cm in Schach zu halten. Ja, und das ist wichtig. Also das Gerät wirklich so kombinieren, dass ihr keinen Schnurbruch erleidet, dass nicht die Gefahr besteht, dass ein Fisch mit dem Köder abgerissen im Maul dahin zieht. Ja, dann ist Ultraleitfischen nämlich alles andere als weitgerecht. Von daher auch immer Rollen verwenden, deren Bremse gut funktioniert. Und wie gesagt, die Schnüre auf Matten checken. Ja, dann ist das Ultraleichtfischen eine prima Geschichte, die halt einen Wahnsinnsspaß macht. Ja, und ihr braucht, und das ist das Spannende, eigentlich für einen Fisch um die 50, 55 cm gar nicht mal unbedingt länger, bis ihr den im Kescher habt, weil ihr ihn natürlich an dem Gerät auch nicht so hart forciert. Das bedeutet, ihr habt im Drill immer wieder Phasen, wo er dem Gerät, dem Zug, den ihr mit der Rute ausübt, auch ein bisschen williger folgt, na, als wenn ihr zu hart dagegen anarbeitet mit eurem Gerät. Insofern ist das schon was, was auch sehr, sehr produktiv ist, um diese Fische bis 2,5, 3 Kilo auch sicher und weitgerecht in den Kescher zu bekommen. Also, Küstenwobbler gehören unbedingt auch zum Arsenal des Ultraleitfischers an der Küste. Dann haben wir so schöne Geschichten wie den Lotto, ist ein finnischer Köder, das ist ein Wobbler mit einem Spinnerblatt. Ja, die gibt es auch schon ewig und 3 Tage und ich will nicht wissen, wie viele Forellen die schon gefangen haben. Super schöner Köder, hier in der Schockfarbe. Dann habe ich ihn hier nochmal in einem etwas gedeckteren Ton. Kupferfarben, ja, so ein bisschen orange, garnelen-like. Und damit könnt ihr auch super schöne Fische fangen. Vor allem fliegen die sehr gut. So, und dann kommt noch die Abteilung der schlanken Blinker, der typischen Küstenblinker, wie man sie halt auch in größeren Kalibern, in höheren Gewichten zum Spinnfischen auf Meerforelle einsetzt.
Da habe ich sehr gerne den Hansen Flash in 12 Gramm oder auch in 10 Gramm, also die kleinen Ausführungen. Das ist auch ein super Köder hier. Jensen Tobis, der hat jetzt 12 Gramm. Das ist auch eine super Größe, die man mit so einer leichten Rute noch werfen kann. Tja, mein kleiner Lieblingsköder von meinem Freund Jürgen, handgebaut aus einem Löffelstiel, hat so etwa 8, 9, vielleicht 10 Gramm. Und was haben wir hier noch? Ja, auch wieder ein Hansen Flash. Und dann auch gerne mal noch ein Blinkerschen, das ein bisschen stärker gebogen ist, das ein bisschen mehr Aktion im Wasser hat. Ja, und die fliegen halt gut. Wenn ihr auch mit der Ultraleitrute mal unterwegs seid, bei stärkerem Wind, habt ihr mit diesen Ködern die Möglichkeit, auch super gut in den Wind reinzuwerfen. Und auch mit dem Leittackle eure 40, 50 Meter ohne weiteres zu werfen. Oder auch mal weiter, wenn es sein muss. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ganz leichte Spinner. Weil Spinner sind stark unterschätzte Meerforellenköder. Die könnt ihr gerade abends, wenn es dunkel wird, hervorragend im Nahbereich fischen. An so einem Strand wie hier, wo das Wasser sehr flach ist, Steine dazwischen sind. Die laufen dann sehr flach, machen aber auch schön Druck im Wasser und werden durch die Druckwellen dann von den Meerforellen auch wahrgenommen. Das ist auch ein super Köder, aber da müsst ihr unbedingt einen Wirbel verwenden, der richtig gut funktioniert. Also da wirklich ein Wirbeltörnchen, das schön rotiert, um den Trall abzufangen. Und dann seht ihr, habe ich hier auch noch ein paar echte Schätze. Das ist ein uralter Wobbler von der DAM. Da ist hier eine Verbindung mit dem Spinner eingegangen. Na, komm her, mein Freund. So. Der imitiert schöner als jeder andere Wobbler, den ich kenne, einen kleinen Stichling. Da habe ich so ein paar davon. Na, ihr seht, dass mir der sehr gut gefällt. Deshalb habe ich den in einer etwas größeren Ausführung, auch in meiner Box. Leider Gottes vertüddeln sich die kleinen Drillinge da sehr leicht. Aber hier, schau mal Eugen, den kannst du mal schön ins Bild holen hier. Na, das sieht man zweiteilig, arbeitet wunderschön, agil im Wasser, macht auch ein bisschen Druck. Ist aber natürlich nur mit einer Rute zu werfen, die auch entsprechend niedriges Wurfgewicht hat, mit der ihr so einen leichten Köder dann auch noch beschleunigen könnt. Und wir haben manchmal die Situation, na, jetzt außerhalb der Wintermonate, wo man natürlich nicht im Bereich von Süßwassereinläufen fischt, weil da die Fische zum Laichen unterwegs sind. Das ist auch gesperrt und verboten, dort zu fischen. Aber außerhalb dieser Zeit habt ihr da manchmal die Situation, dass Stichlinge in diesem Bereich mit ins Salzwasser der Ostsee reinkommen. Und wenn ihr Stichlinge im Wasser seht oder einen Fisch gefangen habt, bei dem ihr beim Ausnehmen Stichlinge seht, solltet ihr unbedingt Köder verwenden, ja, die in Form und Farbe eben auch diesem kleinen Stichling ähneln. Und für diese Sternstunden, wo man dann auch mehrere Fische fangen kann, habe ich diese Kameraden hier immer parat. Also ihr seht, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt fürs ultraleichte Spinnfischen. Alles, was es in den Regalen der Angelgeschäfte gibt an Spinnködern, ist erlaubt, ist gut, kann Fische fangen, nur eben in leichterer und kleinerer Ausführung. Also für meine Rute ist die Grenze bei 12 Gramm erreicht. Deshalb ist hier auch kein einziger Köder drin, der schwerer ist als 12 Gramm. Das richtig ultraleichte Spinnfischen wird auch mit Ködern von 2-3 Gramm praktiziert. Auch dafür hält der Markt Köder und Material bereit. Aber da möchte ich ehrlich zu euch sein und euch davon an der Küste abraten. Das ist zu leicht und auch eine 50er Forelle, die einsteigt, die im Sprung sich schüttelt, wird euch dann den Spinnfaden, den ihr da fischen müsst, durchreißen. Und das ist nicht unbedingt im Sinne dessen, was wir als Angler am Wasser umsetzen sollten. Ja, also Weitgerechtigkeit first. Und das ist gerade, wenn man mit dünnem Gerät, mit optimiertem, sehr feinem Angelgerät ans Wasser geht, sehr wichtig. Was ist die beste Jahreszeit, um mit der ultraleichten Spinnrute unterwegs zu sein? Jede. Weil das ist wirklich eine Methode, die ihr rund um die Uhr im Jahr außerhalb der Schonzeiten, Mecklenburg-Vorpommern hat ja eine Schonzeit auch auf Meerforelle von Oktober bis Dezember, Schleswig-Holstein auch eine Schonzeit, wo ihr keine bunten Fische mitnehmen dürft, aber auf kleine Fischen, auf Grönländer fischen dürft, auf blanke Fische.
oder auch auf große, lange Fische, auf die sogenannten Überspringer, die sind aber selten im Winter. Und alles, was gefärbt ist, müsst ihr halt wieder zurücksetzen. Aber ihr kennt ja die Fischereigesetze. Ne? Die lest ihr euch ja vorher durch, bevor ihr ins Wasser geht. Aber auch in dieser Zeit könnt ihr halt hervorragend mit Light Tackle auf Meerforellen angeln. Eben auf die Grönländer, auf die kleineren, die dann an der Küste unterwegs sind. Im Frühjahr zur Hauptzeit sowieso, weil wir fischen mit dem Gerät ja auch mit länglichen, schlanken Blinkern, die gut die Sandale imitieren, die im Frühjahr sehr gerne genommen werden. Kleine Heringsimitate, Sprottenimitate könnt ihr damit auch fischen. Ja, und vor allem ist die Ultraleichtfischerei auch im Sommer ganz spannend. Weil auch im Sommer findet nach Einbruch der Dunkelheit eine gute Fischerei auf Meerforelle statt. Ja, da müssen wir auch mal ran und für euch ein kleines Video machen, weil das ist richtig geil. Vor allem sind die Fische dann natürlich in einer super Kondition. Ja, die sind ja fernab vom Laichen, da haben sie noch lange Zeit, bis es losgeht. Haben schon eine ganze Weile gefressen im Meer, sind dick und kugelrund und bieten dann natürlich an dem leichten Gerät, wenn man sie so in flachen Buchten fängt, über dem Tang zwischen den Steinen, einen wunderbaren Sport. Und die kriegt ihr nachts mit der leichten Spinnrute wirklich gut ans Band. Auch die Fliegenfische an Sternstunden. Also wer sich als Fliegenfischer auskennt an der Küste und im Sommer abends fischt, fängt wunderschöne Fische. Es ist eigentlich erstaunlich, dass das bei uns in Deutschland noch nicht so richtig populär geworden ist. Ja, und dann kommt der Herbst, der Winter, das ist die Zeit, in der wir jetzt unterwegs sind. Eben die Zeit, wo auch die Grönländer, die noch nicht laichreifen Fische, unterwegs sind. Und da ist ja auch manche, die man fängt, über dem Maß von 40 cm hier in Schleswig-Holstein oder über dem Maß von 45 cm in Mecklenburg-Vorpommern. Und das sind tolle Fische, die einen tollen Sport liefern und die man an dem leichten Gerät ganz, ganz klasse fangen kann. Und wenn doch mal eine Dicke beißt, Leute, ja, dann lasst ihr euch Zeit, genießt das, lasst den Fisch laufen, führt ihn mit der Rute. Es ist großartig. Dafür gehen wir doch raus. Ich gehe ja gerne mit der Warthose ins Wasser, auch gerne bis zur Brust rein. Manchmal auch dann, wenn es nicht unbedingt Sinn macht, weil die Fische näher stehen. Und gerade wenn man mit der leichten Rute unterwegs ist, ist es manchmal wirklich auch zielführend, mit Gummistiefeln oder auch mit Turnschuhen Strände zu befischen, die vorne schon eine etwas tiefere Rinne haben und dann mit den leichten Ködern diesen Bereich abzusuchen. Ja, es ist sehr erfolgreich und man muss wirklich beim Angeln an der Küste nicht immer mit der Warthose bis Oberkante, Unterlippe reinrennen. Gerade das Light-Tackle-Fischen, das ultraleichte Spinnfischen an der Küste bietet auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt Wartfischen wollen, eine ganz, ganz tolle Perspektive, was zu fangen. Ja, ihr Lieben, ne, jetzt habe ich wieder viel geredet. Ich hoffe, das eine oder andere war vielleicht neu für euch oder ja, irgendwas, was ihr sagt, ey geil, muss ich mal probieren. Ne, Spaß macht diese Fischerei auf jeden Fall und den größten Spaß macht es natürlich nicht, drüber zu reden. Ja, ich habe auch schon ganz kribbelige Finger, sondern jetzt einfach den Besen zu nehmen, in den Bach zu gehen. Und jetzt gehen wir mal eine Runde fischen. Und eine schöne Eugen. Ach, ist das geil. Ist das schön. Hast du es gesehen, so im letzten Büchsenlicht? Oh, da freue ich mich jetzt aber richtig. Achtung, der Fisch kommt auf deiner Höhe. Ja, schöne Forelle. Ich muss sie hier landen. Hast du es gesehen? Ja, guck mal. Schöner Grüni. Kommst du rein? Ha, bisschen Glück gehabt, das gehört manchmal auch dazu. Na, also ihr seht hier so einen Klassiker, den führe ich euch jetzt einfach mal vor. Nicht unbedingt gewollt, aber der Haken hat sich oben am Keschernetz verhangen. Seht ihr das? Und das ist, wenn eine richtig große Forelle beißt, häufig das Letzte, was ihr von dem Fisch dann seht. Die dreht sich dann nämlich los. Ja, ist auch, würde ich sagen, leicht untermaßig. Vielleicht hat sie knapp 40. Aber wisst ihr was, über den Fisch freue ich mich so. Dann setze ich mal hier an Ort und Stelle wieder zurück.
Eine hübsche Eugen. So, schaut mal. Schöner grüner, ja, so, ja, lassen wir mal Ende 30 haben. Ja, die Schuppen sind ganz lose. Deshalb setzen wir die auch direkt wieder zurück. Sehr schön. Ja, ich freue mich. Der ist richtig schön, oder? Der wiegt vielleicht so 10 Gramm. Und was das Allergeilste an diesem Blinker ist, den hat mein alter Angelfreund Jürgen Geht, der jetzt in Norwegen lebt. Der hat ihn gebaut, von Hand, aus dem Löffelstiel. Und der ist ungelogen 20 Jahre alt, der Blinker. Und es gibt ja so ein paar Blinker, die haben ihren Platz in der Kiste. Ne? Und ja, die hängt man nur sonntags dran. Und das ist so einer. Und der hat uns heute einen schönen Fisch gebracht. In diesem Sinne, Jürgen, ja, wenn du zuschaust, vielen Dank und Gruß nach Norwegen. Große Zeit, Freunde. Wunderschöne Zeit am Wasser gehabt, einen tollen Tag. Ein Fisch gefangen, ja, ihr habt es gesehen. Ja, eine schöne Meerforelle. Sicher zu klein. Wir konnten sie nicht messen, weil sie uns dann aus der Hand gesprungen ist. Aber das war schon okay so. Ich denke, dass die mit Mühe 40 cm gehabt hätte. Ja, aber was soll's. Na, wir haben die bestdenkbare Zeit draußen erlebt. Jetzt ein kleines Feuerchen angezündet. Ja, und waren auch vorbereitet, darf ich euch ehrlich sagen, weil ich wollte unbedingt ein Lagerfeuer heute am Ende des Tages machen. Und wir haben uns im Vorfeld schon einen der inzwischen leider recht seltenen Dorsche. Ja, und der wird jetzt lecker am Lagerfeuer als Steckerlfisch zubereitet. Na, das ist jetzt so einer mit knapp 50 Zentimetern, würde ich sagen. Die hat man früher tatsächlich oft noch geangelt. Gefangen, gerade wenn man abends los war mit der Spinnrute. Aber inzwischen ist das leider nicht mehr so einfach. Ihr habt es mitgekriegt. Fangquote für Dorsch. Nächstes Jahr ein Fisch pro Tag. Das ist nicht viel, aber es ist gut, dass es passiert, weil man nur so die schwachen Bestände noch retten kann. Das ist der Beitrag, den wir jetzt leisten müssen. Und ich hoffe, dass mein Sohn, der jetzt 10 ist, spätestens wenn er 15 ist, wieder Dorsch in der Ostsee blinkern kann. Ja, und den machen wir uns jetzt hier Indianer-Style auf dem Stecken. Eugen und ich, wir haben gerade schon hier eine schöne Feuerstelle aufgebaut, haben schon ein bisschen Holz angezündet, das jetzt langsam runterbrennt. Und wenn die Glut dann sich gesetzt hat, Weißglut ist, noch ein bisschen das Rote von unten hochkommt, dann werden wir diesen wunderschönen Fisch auf den Stecken spießen und auch noch ein paar Kartoffelchen dazu ins Feuer legen. Und dann haben wir noch mal einen wunderbaren Abendimbiss an diesem wunderschönen Tag an der frischen Luft. Einfach schmeckt am besten, Leute, das wisst ihr selbst. Die einfachen Gerichte, gerade nach einem langen Tag draußen an der frischen Luft, sind die, die einen am meisten beglücken. Und jetzt ist unser Feuer so weit runtergebrannt. Wir haben schön auf die Glut gewartet, dass wir schon mal die Kartoffeln jetzt hier in die Glut einlegen können. In der Mitte ist ein schönes Glutnest hier zwischen den noch brennenden Holzscheiben. So, die beiden Kleinen können wir auch noch dazu packen. Ich habe ordentlich Kohldampf, du auch, Eugen? Oh ja. Na komm, dann darf es die auch noch sein hier. Dann können wir jetzt ein kleines bisschen hier noch unten in die Glut reindrücken. Das brennende Holz noch drüber. Und so haben die Kartoffeln jetzt die Zeit, während unser Fisch dann gleich langsam über dem Feuer zu einer Delikatesse gart, gar zu werden. Nicht mehr roh zu sein. Ich denke, so nach 25 Minuten ist die Schale schwarz und das Innere schön mehlig, wie wir das bei einer Kartoffel mögen. So, und jetzt machen wir ganz klassisch und ganz einfach Steckerlfisch. Dafür habe ich hier einen Weidenstock zurechtgeschnitzt. Das ist wichtig, dass der so ein bisschen flexibel noch ist, noch ein bisschen dehnbar ist. Na, das zeigt nämlich auch, dass noch Feuchtigkeit drin ist. Dann verschmuggelt er uns nicht sofort über der Glut. Und vor allem können wir in dem Fisch ein bisschen anpassen. Und jetzt gehe ich bei dem Dorsch
erstmal hier durchs Maul. Das ist kein Problem, weil bei Dorschen ist das bekanntlich groß genug. Und dann ist es wichtig, dass man einmal mit dem angespitzten Stock hier neben der Wirbelsäule ein Stück mit dem Stecken längs geht, dann aber auch unbedingt nochmal durch die Wirbelsäule durchgeht. Oh, braucht man ein bisschen Kraft für. Upala. So, super, jetzt ist das passiert. Er ist schon fast auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Und jetzt gehen wir nach hinten durch und hoffen, dass er schön an der Schwanzwurzel rauskommt. Na, würde sagen, das hat geklappt. Schön. So, jetzt kommt der Kamerad noch ein bisschen weiter auf den Stecken drauf. Der wird ja auch ein bisschen dicker hier. Ja. Man sieht, wenn ich ihn jetzt so im rohen Zustand drehe, dass er einen guten Halt hat. Und jetzt kommt der ganz gechillte Teil der Veranstaltung. Jetzt kommt nämlich dieser Fisch über die Glut und wird langsam und geschmeidig zu einer Delikatesse gegart. Und ihr seht, ich habe mir das schon richtig schön gemütlich gemacht hier. Ja, Stein als Rückenlehne, warmes Lagerfeuer vor mir, Eugen als Inspiration, als ständige Motivation zur Höchstleistung. Ja, und ein bisschen gewürzte Räucherluft haben wir auch, ne? Ja, und jetzt garen wir den Fisch in aller Seelenruhe, schön langsam, zu einer wunderschönen Delikatesse. So, jetzt haben wir den Kameraden so ja, gute 15 Minuten über dem Feuer gehabt. Ne, immer ein bisschen gedreht. Ja, und ich kann das ja, ich bin ja gebürtiger Rheinhesse. Ich habe gewissermaßen Dosch gedreht. Oder bin Dosch gedreht. Aber man könnte wirklich fast durchdrehen vor Glück, wenn man hier so am Lagerfeuer sitzt. Und sich jetzt diese Delikatesse hier schmecken lässt. Er dampft schön, ist jetzt auch sehr weich geworden, weil Dorsch natürlich ein Fisch ist, der ein sehr weiches Fleisch hat, ein sehr mageres. Aber bevor er uns hier von der Stange, vom Steckerl runterfallen konnte, haben wir ihn jetzt vom Feuer runtergeholt. Ja, der Stock geht auch ganz leicht raus. Schaut euch den Stock an, der dampft. Ne, daran sieht man auch, dass die Temperatur des Fisches hoch war. Und jetzt beginnt wieder der schöne Teil der Veranstaltung. Da will ich mir auch ein Kartoffelchen dazu holen. Die sieht gut aus. Ja? Ja, Dosch drehen und die Kartoffeln aus dem Feuer holen, ne? Das geht gut heute. So, gleich noch ein Kartoffelchen dazu, weil die sind natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, knallerheiß, wenn die so aus dem Feuer rauskommen. Sind aber jetzt nach der Zeit, wir hatten sie ja deutlich vor unserem Fisch schon im Feuer drin, auch gegart. Ach, komm her. Na. So, rustikales Anrichten. Und jetzt schauen wir den Kameraden mal unter die Haut. Auf dem Seetang kann man ihn sehr schön anrichten. Wenn ich hier die Flosse rausziehe, seht ihr? Kannst du das sehen, Eugen? Ja, klar. Haben wir einen wunderschönen Gargrat. Die Haut zieht sich schön nach vorne weg. Mmh. Lecker. Dann ziehen wir den Kameraden mal aus. Ganz große Delikatesse, Leute. Mmh. Wunderbar. Und wisst ihr was? Ich brauche da kein Salz dazu, keine Butter, kein Olivenöl. Das ist einfach nur ein Fisch, der einen Wahnsinns Eigengeschmack hat. Und den kannst du regelrecht von der Grede lutschen. Wunderschön. Da haben wir gleich unsere Freude Nummer, Eugen. Nach einem wirklich langen Tag.
Und man sieht es mir wahrscheinlich an, ich bin jetzt echt ein bisschen müde. Ne? Wir haben gut Gas gegeben, haben das Glück gehabt, den Fisch zu fangen, haben jetzt nochmal einen super schönen Abschluss gehabt. Ja, und ich würde mich riesig freuen, wenn euch das genauso gut gefallen hat wie uns heute und ihr vielleicht ein bisschen was von den Stimmungen, den Emotionen mitnehmen könnt und selbst loszieht. Ja, das ist nämlich das, was wir damit erreichen wollen, euch motivieren, dass ihr auch selbst Erfahrungen sammelt draußen am Wasser, dass ihr selbst auch gefangene Fische zubereitet. Und meldet uns das gerne zurück, indem ihr euren Daumen hebt hier für das Video, indem ihr in die Kommentare reinschreibt, was euch gefallen hat, was ihr geil fandet, was ihr vielleicht besser machen würdet oder was ihr ansonsten noch sehen wollt. Ladet Freunde ein, das mit euch zu schauen, vor allem aber mit euch gemeinsam zu erleben, draußen in der Natur und am Wasser. Und abonniert unseren Channel, wenn ihr es noch nicht getan habt. Der eine oder andere von euch, die eine oder andere von euch hat vielleicht noch keinen Angelschein. Ja, und das Coolste ist es natürlich, immer einen selbst geangelten Fisch zu fangen. Insofern mal bei Fishing King reinschauen. Da könnt ihr das Ding nämlich online spielend leicht mit einer tollen Expertise, ihr werdet prima durch die Prüfungsfragen geführt, umsetzen und dann selbst euren selbst geangelten Fisch essen. Und das ist das Größte, was es gibt. Ich freue mich tierisch aufs nächste Mal, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, euer Jörg vom Fishing King. Schöne Augen!